Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist daran erinnert worden, dass im April schätzungsweise 800 Menschen zu Tode gekommen sind im Mittelmeer. Es ist gesagt worden, dies sei der Fall gewesen, weil sie sich eben auf diesen Weg begeben hätten, über das Mittelmeer begeben haben müssen, weil sie zusammengepfercht worden sind im Inneren dieses Bootes. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, sie sind deshalb umgekommen, weil Europa nicht geholfen hat. Und das war unsere Verabredung in der Bundestagsdebatte, dass wir das nicht wieder zulassen wollen. Und jetzt ist die Frage, haben wir heute eine Seenotrettung, die der Lage angemessen ist, ja oder nein? Und ich will Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich sehe, dass sich viel bewegt hat. Ich sehe, dass viele europäische Staaten Schiffe entsenden. Ich sehe, dass die italienische Regierung ein Programm fährt, Mare Sicuro, das bis vor die libysche Küste auch rettet. Es ist, Frau Jelke, ja so, nicht nur im Notfall werden Flüchtlinge gerettet, sondern im Notfall müssen eben Flüchtlinge gerettet werden. Das meint ja Seenotrettung. Ich weiß gar nicht, was Sie da an dieser Stelle kritisieren wollten. Es ist also im Moment so, dass die Dichte von Schiffen, die wir im Mittelmeer haben, zugenommen hat und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Flüchtlinge, die in Seenot geraten, auch rechtzeitig aufgefunden werden können, gestiegen ist. Und ich habe jetzt in der Vergangenheit auch einige befremdliche Sitzungen hinter mir, wo wir dann so Listen hatten, wie viel war das bei Mare Nostrum und wie viel ist es heute und so viel Fregatten und so viel Helikopter. Ich muss Ihnen sagen, es ist mir völlig egal, weil die einzige politische Frage, die wir zu lösen haben, ist, ist das, was dort im Moment da ist, der aktuellen humanitären Lage angemessen, ja oder nein? Und dafür müssen wir uns auch einsetzen, dass es angemessen ist. Wir waren mit der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe in Italien und wir haben dort mit Verantwortlichen gesprochen und die haben uns klar gesagt, im Moment sehen sie, dass die Ressourcen gestiegen sind, sie sehen viel europäische Unterstützung, das sind gute Nachrichten. Dazu gehört, das kam nach der Katastrophe, das kennt jeder, der in der Kommunalpolitik ist auch. Erst muss was passieren am Zebrastreifen oder bevor ein Zebrastreifen da ist und dann wird der erst aufgemalt. Aber wenn wir annehmen, dass es noch mal zu einer Katastrophe kommt, wie das im April stattgefunden hat, und die Menschen, die dann gerettet werden, müssen an Land transportiert werden, und im gleichen Moment kommt das Signal vom anderen Ende des Mittelmeers, dann werden die Kapazitäten möglicherweise nicht reichen. Das war auch eine Aussage, die wir von den Verantwortlichen auf den Schiffen gehört haben. Mit anderen Worten, wir werden es in den nächsten Wochen weiter immer und minutiös beobachten müssen, ob die Kapazitäten reichen. Und wenn sie nicht reichen, muss da immer auch mehr passieren. Denn Leben zu schützen ist unsere erste Aufgabe. Wenn die Menschen dann an Land transportiert werden, dann geht es um die Frage, was passiert dann? Die Präfektin von Catania hat uns sehr eindrücklich gesagt, ja, vielen Dank, dass die Dänen Schiffe entsenden, dass die Briten Schiffe entsenden, dass die Deutschen Schiffe entsenden. Aber sie bringen diese ganzen Menschen dann uns nach Catania, einer Stadt mit 300.000 Einwohnern. Und deswegen kämpfen wir auch dafür, dass es einen europäischen Verteilungsschlüssel gibt. Selbstverständlich, es muss eine größere europäische Solidarität geben. Man kann sich in Europa nicht immer nur raussuchen, wo man was davon hat, wo man profitiert, sondern muss auch die Lasten teilen. Und es wäre sogar gut, wenn wir Flüchtlinge nicht nur als Lasten begreifen würden. Denn wir sind ein Kontinent, der stagniert, ein Kontinent, der schrumpft, ein Kontinent, der altert. Und wenn dann Menschen zu uns kommen, die einen Lebenshunger haben, die sich ein neues Leben mit ihren Familien aufbauen wollen, die Kompetenzen haben, die vielleicht hier oder dort gebraucht werden, dann ist es auch eine Chance für unseren Kontinent. Und diese Chance müssen wir auch bestmöglich nutzen. Ich will eine Stelle noch verstärken, und zwar, weil ich mir auf dem Rückweg von Italien dieses Heft mitgenommen habe, den aktuellen Espresso, mit einer, ja, so heißt das, mit einer, ja, was ist sehr ernsthaft, weil es eine Fotoserie enthält von Menschen, die auf dem Meer sich befinden, auf diesen Flüchtlingsbooten. Und ich muss wirklich klar sagen, ich bitte alle in diesem Haus darum, wenn es um die Frage von Schleusern geht und Schleppern, kein Aber oder irgendwelche anderen Relativierungen hier zu gebrauchen, sondern mit uns gemeinsam dafür zu kämpfen, dass wir diesen Verbrechern das Handwerk legen. Das ist auf der Tagesordnung.
Sie haben hier Bilder, die Menschen haben nichts am Leibe. Das Holzboot geht unter, auf dem Schlauchboot nebendran, das schon sich entfernt, das gar nicht mehr erreichbar ist für alle. Das entfernt sich immer weiter und hat gar nicht Platz für alle Menschen. Da werden von schlimmsten Verbrechern die Menschen ins Elend und in den Tod gestürzt. Und denen müssen wir selbstverständlich das Handwerk leben. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe und hat wirklich keine Relativierung verdient, wie das hier in diesem Haus immer wieder passiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat Andrea Lindholz, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.